Willkommen zu einer neuen Runde Empyreon Galactic Survival von Ilion Game Studio in Alpha 7 Jotten gefangen, abgestürzt in der Mine. Mal schauen, ob ich hier irgendwie wieder rausfinde bei diesen ganzen Trittfallen. Ja. Man könnte alles mal anschießen. Weißt du, worüber du laufen darfst? So, denn ich bin... auf irgendwas ballert der Basisturm. Na, hab 800 Schuss. Mal gucken, was es ist. Das hat sich erledigt. Aber hier war mehr. Das kannst du mir nicht erzählen. Hier ging's mal raus. Jawohl, nehme ich da lang. Krass. Was haben die denn hier gebaut? Und da soll ich hochkommen? Oh. Aber. Gerade so? Und hier sind wir reingestürzt. Alter Schwede. Ja. Dann sollten wir es eventuell mal mit einer mittleren Rüstung probieren. Und ich möchte auch gerne mal sehen, worauf der geballert hat. So, das haben wir schon mal kurzzeitig. Zeigt auf jeden Fall in die Richtung. Aha. Das kann nur eine Drohne gewesen sein. Wir touchen mal kurz hier dran. Wenn der hier so komisch steht. Lad mal voll. Gut. Der steht Richtung Farm, oder? Hast du da eine Drohne runtergeknallt? Eine Bewachungsdrohne? Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass da nur eine Drohne war. Allerdings nicht, dass er so viel schießt. Ja gut, wenn die weit weg war. Alter Schwede. So. Packen wir erstmal den ganzen Kladderadatsch raus und dann sortieren wir mal ein bisschen. Dann nehmen wir uns mal eine mittlere Rüstung. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das kommt wieder in die Verwurstung. Das kam hier runter. Jetzt muss ich gerade T2. Das kommt natürlich nicht in die Verwurstung, du Schwachkopf. Das Motorrad in die 5. Die Munition war unten. Das packen wir mal alles hoch. Naja, Reihenfolge. Eigentlich egal, aber naja, ihr kennt mich ja.
Haben wir noch andere Munitionsteile dabei? Was, das ist alles? Ja, Raketenwerfer wäre zu unten auch ideal gewesen. Jo, andere Sachen habe ich auch nicht mit. Naja, dann nehmen wir wenigstens mal einen Raketenwerfer. Das war der Sprengstoff. Hier ist er. ...230 Schuss haben wir auch nur noch vom Scharfschützengewehr. Sturmgewehr haben wir auch noch da. Und jetzt bauen wir erstmal hier um. Eva Boost. Was? Haben die das auch geändert? Moment. Spind ist die leichte Rüstung, jawohl. Dann nehmen wir die schwere raus. Nehmen die mittlere Rüstung rein. Helm ab. So, Eva Boost. Hatte doch aber mal einen Strahlungslimit. Nee, hat's nicht mehr. Boah, Eva Boost macht nur noch. Gut, verstärkte Rüstung, Ausdauer, Beschleunigung runter, Geschwindigkeit runter, Kälte-Hitzeschutz ist minimal. Panzerung, wo steht denn die Panzerung? 54 halte ich persönlich für wichtig, von 93 auf 147, das sind 50% mehr. Mobilität, Beschleunigung und Geschwindigkeit, Nahrungsverbrauch. Panzerung minus 10. Dafür, dass ich höher komme, jawohl. Mobiler bin. Dann bleibt das Ding hier, das Ding bleibt hier. Und dann müssen wir mal gucken. In der schweren Rüstung. Haltbarkeit, Beschleunigung, Fallschaden. Die müssten wir auch mal nebeneinander legen. Haltbarkeit ist geringer. Steckplätze ist klar. Der Ausdauer ist geringer. Beschleunigung ist hier höher. Fallschaden ist geringer. Geschwindigkeitsfaktor ist hier schneller. Haltbarkeit 1200. Also wenn man sie repariert, ist sie wesentlich haltbarer als die Hitzeschutz. Gut, kann ich drauf verzichten. Nahrungsverbrauch ist hier geringer. Panzerung. Ja, 437. Ne? Das ist mal was ganz anderes wie 243. 173, 144. Reparaturen übrig 7. Sauerstoff ist weniger drin, brauchen wir hier aber nicht. Strahlungsschutz 16, Strahlungsschutz 8. Automatisch mit der. Hier drin brauchen wir erstmal den da. Da kommen wir nicht drum rum. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Was? Genau. Ja, dann wieder rein und lassen uns mal überraschen, wie hoch komme ich. Das könnte gerade so nicht reichen. Sollte es vielleicht etwas angenehmer machen mit dem Springen. Durchaus möglich, dass es nur etwas angenehmer wird. Ja, aber es gibt doch nur den einen Zugang hier. Mal alles nachgeladen, ihr will. Jawohl, jawohl. Es sah für mich vorhin schon so komisch aus hier. Als ich hier die Rückwand gesehen habe. Nicht schön, nicht schön, aber es ist mal echt was anderes. Ein wenig anstrengender. Um es nicht zu sagen, extrem anstrengender. Schrie ich schon immer heiße. Was? Das schon? Oh, Alter. Das hat gefehlt. Puh. Ich brauche eine Zeitlupe für das, was war. Scheiße.
War das irgendwo? Ist irgendwo eine Kante? Da stiebt's so komisch. Oh, das macht's auch hier, ne? Ja. Mist. Meine gute Munition, verdammt! Müssen wir warten, bis der despawned ist. Gucken, wo der andere spawnt. Das ist ja heftig hier. Wie lange brauchen die? Alter Schwede. Die Skorpione hier drin ist schon kräftig. Ich hab's nur noch klatschen gehört neben mir und dann war er da. Ja, ja, ihr kommt auch noch dran. Ich weiß. Wo eher ich. Los, zeig. Hm, irgendwie will er nicht. Ich habe keine Ahnung. Das werden wir dann beim nächsten Mal mitkriegen, wenn wir hier lang kommen. Jo. Dann können wir hier zumindest schon mal looten. Soweit wie wir kommen. Boah, Alter, ich bin jetzt schon durch. So, das war Deko. Hier haben wir was. Hier haben wir was. Da hinten ist überall. Das ist schön. Ja. Gold. Und das. So, dann probieren wir mal mit der 9. Und schießen wir hier unten rein. Das hat was gebracht? 6. Bombastisch, oder? 1122? Jo. Nice. Keine Ahnung, ob wir hier nochmal abstürzen können. Dies klingt schon wieder gut. Dann möchte ich hier oben rein. Den. Hier waren auf jeden Fall noch welche Mobs. Hä? Was? Hast du gesehen da hinten? Nee. Hä? Mir ist hier zu dunkel. Naja. Ich bin auch da. Habt ihr vor mir genauso Angst wie ich vor euch? Bitte. So, hier gab es mal Epic-Waffen hinten. Da war ja doch noch einer. War ich doch nicht so blind. So. Wenn mich nicht alles täuscht. Das ist nicht mal der Umbauer. Der hängt an der Decke.
Der ist aus der Decke gespawnt. Krasses Tier. Der müsste aber hier irgendwo sein. Gut. Natürlich. Verbesserter Raketenwerfer T2. Das wäre dann sozusagen der da. Was hat denn der für Stats? Ja, ist erstmal egal. Das ist der kaputte. Bist du das der oben drüber oder was? Klingt ja furchtbar. Fürchterlich. Jo, das habe ich jetzt nicht gewusst. Das auch. Nö, eigentlich wollte ich das alles wegmachen, damit ich hier hochkomme. Überspringen wird so nicht klappen. Yep, das dachte ich mir nämlich schon so. Dass da hier was gespawnt ist. Das klang nämlich so. Alter Schwede. Ja, so kriege ich meine Munition hier drin alle. Der Gang ist auch relativ neu. Müsste man sich wohl mal durchbomben. Hier unten war der Kern. Da hinten ist der Kern. Aber wie kriegen wir den jetzt? Kriegen wir den überhaupt rausgeschossen so? Irgendwas ist weggeflogen. Aber nach so richtig hört sich's nicht an, oder? Ach so, wir haben auch dafür keine Raketen da.
Hätte ich unten drauf schießen sollen? Nein. Da muss ich ja 50 Mal draufballern. Und ich dachte, das geht mit dem besser. Krass. Oh, vorhin dauert das auch noch ewig mit dem Nachladen. Ja, dann müssen wir noch mal gucken auf der 6. Wie viel haben wir schon geschafft? Ja, gut, das geht. Kostet Munition. Aber demnächst sollten wir durch sein. 34 haben wir noch. 50 hat man mitgenommen. Ja, das schaffen wir noch. Alter Schwede, was gibt's denn noch Schönes, was man hier nehmen kann? So, aufspringen ist nicht mehr. Vorlaufen möchtest du bei den ganzen Schaltkreisen auch nicht mehr. Ja, der Kern ist gleich im Arsch. Jawohl. So, wir können wechseln. Gucken, ob hier was nachgespawnt ist. Im Moment nicht. Das ist schon mal prickelnd. So, ich weiß auch nicht, ob jetzt überhaupt noch was nachspawnen kann. Jetzt müssen wir mal hier oben drauf erstmal etwas sicherer. Das haben wir nachgeladen, das haben wir nachgeladen. Die 9 haben wir noch nicht nachgeladen. Der war gerade alle. Oh, sieht cool aus, wenn er den so schräg hält. Aber nichtsdestotrotz, so zurück. Wir sind am Ende einer Folge. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu Empyrion Galactic Survival von Ilion Game Studio in der Alpha 7. In der Fabrik mit Quiek. Nee, in der Mine. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.